Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Part von Let's Play Black and White. Womit fahre ich fort? Ich fahre damit fort, dieses Dorf hier zu vernichten, weil es dem Feind gehört. Zack. Das gehört dann nicht mir, das ist nicht gut. Hä? Wieso gehört das dann nicht mir? Wieso nicht? Ach, das ist doch fies. Ich versuche hier gerade irgendwo ein Dorfzentrum hinzuklatschen, damit ich näher rankomme an die Gesellen hier. Und sie leichter vernichten kann. In etwa so. Naja, habe ich mich von hinten rangeschlichen. Geht auch. Wieso das jetzt auf einmal wieder funktioniert, ich habe keine Ahnung. Aber weil im letzten Part funktioniert das nicht. Aber jetzt scheint mir wohl das Schicksal wieder wohlgesonnen zu sein, aus irgendeinem Grund. Und jetzt kann ich weitermachen mit der Vernichtung dieser Stadt. In etwa so. Köstlich. Finde ich auch. Wer lebt noch? Wer lebt noch? Wer lebt noch? Lebt noch wer? Lebt da noch wer? Hier? So. Wo läuft noch ein Menschlein? Es brennt, ja, es soll brennen. Also irgendwo ist noch ein Menschlein. Das Menschlein muss ich töten. So viel ist klar. Wo das Menschlein ist, ist allerdings nicht ganz so klar. Weil ich nicht sehe. Kommen die vielleicht immer noch hiervon zurück? Also hier ist jedenfalls keiner mehr drin. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ja. Wie mache ich das? Muss ich wohl wieder warten. Warten, warten, warten. Muss ich das hier eigentlich auch erobern? Darauf hätte ich ja mal gar keinen Bock. Wie abgelegen das ist, bitte. Und außerdem gehört es keinen. Es gehört ihm doch nicht, also muss ich es auch nicht erobern. Oh, eine silberne Schriftrolle. Ist mir jetzt aber egal. Da laufen Menschen. Ah? Na, ich komme da noch nicht hin. Die Menschlein müssen näher kommen. Da. Da ist das Menschlein. Bete nicht die Kreatur an, geh weiter, damit ich dich brutzeln kann. Oh nein, jetzt fängt er schon wieder an, damit hier zur Arbeit zu beten. Ach so, der hat den dahin gesetzt. Umso besser. Diesmal haben wir es. So, so viel dazu. Wir sind jetzt endlich alle tot? Nein, der ist da drin immer noch am Löschen. Komm, stirb. Stirb. Tot, ja. Das verbreite ich hier die ganze Zeit. Und damit ist die Bevölkerung komplett ausgelöscht. Haha! Und damit kann ich wieder auf meinem Triumphzug fortsetzen. Und hier einfach einen reinsetzen. Und schon gehört mir die Stadt. Bekehrter Missionar. Auf geht's. Ey, was für eine Dreckstaktik ist das. Aber sie funktioniert. Hauptsache. Jetzt muss ich nur warten. Ah ja. Wir verbeugen uns vor unserem neuen Gott. Nemesis hat uns gezwungen, dieses Weltwunder zu errichten. Doch nun hilft es uns bei der Unterwerfung seines Reiches. In Wäldern um das Dorf liegt ein Nomad. Er erzählte uns von den magischen Kräften des Wunders. Er sagte...
Bumm. Das sagte er. Schweig! Du wirst dieses Wunder niemals bekommen. Ich brauch es nicht. Vorher werde ich es vernichten. Und dich auch, elender Wurm. Dein Verrat enttäuscht mich. Du sollst dafür in der Hölle spuren. Bumm. Wo bleibt das Bumm? Ach was. Was willst du denn da noch vernichten? Ich hab da schon alles ausgelöscht. Naja, damit gehört mir das auch. Wunderschön. Jetzt kann ich wieder diese Gerüste nicht aufheben. Wer weiß warum. So. Jetzt gehe ich zu diesem Dorf, glaube ich mal. So, geht das? Ja, das geht. Mache ich wieder eine Reihe aus Gerüsten dahin. Wenn das gehen sollte. Ey, du bekloppte Kreatur hier. Du sollst weggehen. Das ist mein Dorf jetzt. Ja, weiter so einen Unsinn machst, dann lasse ich dich in der Hölle schmoren. Und etwa so. Wo bist du? Ha, jetzt brennst du. Du löst dich, aber das ist mir egal. Denn jetzt brennst du wieder. Komm, fall tot um. Ja. Komm. Stirb. 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 Was geschieht mit unserem armen Liebling? Was geschieht mit unserem armen Liebling? Oh. Das ist mir doch egal. Na gut, nehme ich mal hier wieder diese schöne Erzählung. Lass mich dir helfen, die Welt zu erhellen. Ich möchte dir noch mehr erzählen. Dieses Wunder lässt deine Kreatur schrumpfen. Wenn du zu spät handelst, verschwindet deine Kreatur im Nichts. Oh. Ich möchte dir noch mehr erzählen. Doch zunächst muss ich ruhen und beten. Bitte komm morgen wieder. Ach so. Ja, okay, dann sollte ich vielleicht das erstmal erobern. Unsere Kreatur sieht aus wie immer. Du bist wirklich ziemlich klein geworden. Verdammt. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen aufgehalten mit unwichtigen Sperenzien. Scheiße. Ich brauche ein kleines Mini-Gerüst, damit ich wieder meine Super-Gerüste hier wieder kriege. Wie heißen sie hier, diese Gerüste? Who knows? Wir haben kein Holz mehr. Ah. So. Perfekt. Och. Was soll denn das? Ultimative Bug oder was? Komm. Der kann mir doch jetzt nicht erzählen, dass es nach dieser Vergrößerung immer noch so ein Gerüst ist. Sag ich doch. So, dann schleiche ich mich mal von... Ah, es hat geklappt. So. So, jetzt habe ich hier den Größler 2. Damit mache ich das hier. Wut? Wut? Ach, ich hasse es. Es ist einfach nur...
muss mich beeilen, verdammt. Stufe 2. Ich muss mich beeilen. Was habe ich denn noch? Ich habe noch hier was. So. Okay. Oh, das hat schon die höchste Rüststufe und deshalb kann ich nicht noch weiter aufwerten. Beschiss. So, jetzt versuche ich hier nochmal näher ranzukommen. In etwa so. Sauber. Wo ist meine Hand? Hier ist meine Hand. Mein Gott. Ich kann nicht mehr dieses verdammte Gerüst nehmen. Vielleicht indem ich eine Stufe reduziere mit einem wohldosierten Donnerkeil? Gespaltenes Feuer. Mal sehen. Bisschen probieren. Ich glaube, ich habe irgendwas vernichtet. So. Ah! Ich bin ein Genie! Haha! So, jetzt komme ich noch näher an diese Stadt ran. Der Glaube an dich schwindet. Der Glaube an mich schwindet. Wo denn? Hier? Hey, Feuer! Hierher! Was? Ein Meteorit. Zum Glück hat er das Dorf verfehlt. Sieh nach oben! Da kommt noch mehr! Was zur Hölle ist hier los? Sie fliegen auf das Dorf zu. Also davon ist sowieso. Davon ist sowieso nicht mehr viel übrig. Ja, mir. Cool. Versuch dir einige zu schaffen, Boss. Tja, es ist das Dorf eben wieder unabhängig. Soll es. Solange es ihm nicht gehört, ist alles gut. Und der kommt bestimmt nicht darauf, irgendwelche Missionare einzusetzen. So, jetzt geht das Zerstörungswerk weiter an dieser Stadt. Nicht beunruhigen. Aber hier gibt es heftige Kämpfe. Im Namen der Götter, wir werden unsere Stadt verteidigen. Der erhabene Nemesis gab uns einen Geistesschutz. Was wollt ihr denn? Toll. Diese drei Spinner erhalten den Schild. Wir müssen sie ausschalten. Ihr starker Glaube an Nemesis macht die Sache nicht leichter. Ich dachte, die... Ja! Wir könnten auch einfach ihre Konzentration stören. Gute Idee. Stören wir ihre Konzentration mit einem Felsbrocken. Oder mit einem Feuerball, oder? Naja, jetzt muss ich erstmal... Nee, das ist doch keine Werfübung, oder? Oh. Habe ich wieder irgendwas in Brand gesteckt? Ausnahmsweise nicht. Das war's. Lass uns das Chaos hier beseitigen. Ich will wieder seinen Gruß aufnehmen. Einer unserer Feinde versucht, unser Dorf zu bekehren. Du musst dich beeilen. Wo denn? Wahrscheinlich das hier. Das ist mir aber total egal. So, egal. Ich will gar keinen Bauern. Ich will einen... Ich will ein Gerüst. So, in etwa so, dann kann ich das wieder nehmen. Und dann mogel ich mich mal hier so vorbei. Hehe. Dann nehme ich das Gerüst noch. So. So. Und dann nehme ich das Gerüst noch. So. So. Übrigens, du bist jetzt tot. Ich muss das Gerüst jetzt mal kurz wegbringen. Und währenddessen, also während ich hier versuche, das ganz toll zurückzubringen, verabschiede ich mich auch für diesen Part. Denn das Video neigt sich dem Ende zu und deshalb sage ich... Das war wieder ein Part von Let's Play Black and White. Und man sieht sich vielleicht im nächsten. Bis denne!